Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich ein Top- und Flop-Video für euch mit Produkten aus der Drogerie. Und zwar habe ich einige Produkte gekauft, die neu auf den Markt gekommen sind und ich mir gedacht habe, okay, die teste ich sehr, sehr gerne. Beziehungsweise ich habe auch eure Empfehlungen gekauft. Falls ihr euch erinnert, bei meinem Live-Rossmann-Haul habe ich keine Quatschaufgaben gemacht, sondern habe die Sachen gekauft, die ihr mir empfohlen habt. Dazu habe ich heute eben das Video. Ich habe schon ein bisschen was getestet. Die anderen Sachen bin ich noch am Testen und ich würde sagen, wenn es euch interessiert, welche Produkte ich denn toll finde bzw. welche wirklich ein Flop sind, dann bleibt auf jeden Fall mit dabei. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und los geht's. Wir starten mit einem absoluten Flop-Produkt. Leute, ich habe echt gedacht, ich stehe im Wald, als ich das aufgetragen habe. Und zwar habe ich das bei Rossmann mitgenommen. Ich habe das gesehen und dachte mir, hey, teste ich das einfach mal, es kostet knapp 6 Euro und das ist von Garnier ein feuchtigkeitsspendendes Spray. Und zwar tragt ihr euch das zum Beispiel nach dem Make-up auf oder eben an sonnigen, warmen Tagen, einfach um der Haut Feuchtigkeit zu spenden oder eben natürlich auch im Winter, wenn die Haut etwas trockener ist. Also gut, ich habe mich geschminkt und ich habe mir das danach aufgetragen und ich habe in den Spiegel geschaut und ich war weiß. Ich hatte einen weißen Film auf meinem Gesicht. Ich habe echt gedacht, ich spinne. Ich habe mir dann natürlich sofort ein Tuch genommen, habe das Ganze abgetupft, dann ging es auch wieder. Vom Duft geht es auch, also es ist ein bisschen stark, aber angenehm, also keine Frage, aber natürlich stört einem dieser weiße Film. Also wir Menschen, wir haben ja hier so einen leichten Flaum im Gesicht, den man so auf den ersten Blick nicht sieht. Und mit diesem Spray seht ihr den aber. Also falls ihr eure Härchen hier im Gesicht sehen wollt, dann nehmt dieses Spray. Ich habe mir das dann nochmal aufgetragen, weil ich gedacht habe, okay, vielleicht weil es jetzt das erste Mal war, dass man das benutzt. Ich hatte es vorher natürlich auch geschüttelt. Ich habe es aus 15 cm Entfernung aufgetragen, aber auch das zweite Mal war es ein absoluter Flop. Jetzt habe ich mir gedacht, für das Video probiere ich es nochmal. Und zwar habe ich das Ganze hier aufgesprüht. Und wenn ich jetzt so schaue, sehe ich keine Härchen. Ich sehe hier keine Härchen. Aber wenn ich das auftrage, sehe ich hier ganz, ganz feine, kleine Härchen. Ja. Also falls ihr diesen Effekt haben wollt im Gesicht, dann könnt ihr euch das holen. Ich möchte es nicht. Und deshalb für mich ein absolutes Flop-Produkt für knapp 6 Euro. Weil ich sagen muss, hier sind auch nur 75 ml enthalten. Ich kann euch zum Beispiel das Thermalwasser von Aveen empfehlen. Das kostet 8,60 Euro für 100 ml. Und da habt ihr zum Beispiel keinen Duft. Es erfrischt und es hat auf jeden Fall nicht diesen Effekt. Und ich verwende es zum Beispiel auch, wenn ich mal ganz schnell meinen Beauty-Blender anfeuchten möchte. Dann sprühe ich mir den einfach so ein. Wenn ich jetzt nicht unbedingt ins Bad laufen möchte, da habe ich immer mein Thermalwasser eben am Schminktisch stehen. Das würde jetzt mit diesem hier gar nicht gehen. Also Garnier, tut mir leid, das ist wirklich nichts. Vielleicht ist es ein Montagsprodukt gewesen. Das kann natürlich auch sein. Jetzt kommen wir zu einem absoluten Top-Produkt und zwar habe ich euch das auch schon in einem Vlog gezeigt. Ich habe mir aber gedacht, dass ich das sehr, sehr gerne auch mit in dieses Video nochmal mit reinnehme, denn es gibt natürlich auch die, die gar keine Vlogs schauen und nur Drogerie-Videos und deshalb passt es natürlich super gut in dieses Video. Und zwar spreche ich gerade von diesem Make-up-Radierer hier von Rossmann. Es ist dieses Tüchlein, es hat zwei Seiten, eine kurze Seite und eine flauschige Seite und ihr habt die Möglichkeit, euch das Make-up damit abzunehmen, ohne zusätzliche Reinigungsprodukte. Wie cool ist das bitte? Also nur mit Wasser könnt ihr euch das Make-up abnehmen. Ihr könnt euch auch das Gesicht schön pflegen. Mit der kurzen Seite reinigt ihr euch das Gesicht und mit der flauschigen Seite wird das Gesicht gepflegt. Das Ganze kommt natürlich vor dem ersten Gebrauch in die Waschmaschine und dann nach 2 bis 3 Anwendungen kommt es wieder in die Waschmaschine, damit es natürlich schön gereinigt ist und dann wieder an euer Gesicht kann. Also ich bin wirklich schwer begeistert. Ich mag es super gerne und deshalb heute in diesem Video. Jetzt machen wir weiter mit einem Top bzw. mit einem Flop-Produkt, das eigentlich dasselbe bewirken soll, nur von verschiedenen Marken ist. Mein Gott, ich rede im Kreis, ich zeige es euch. Und zwar spreche ich gerade von diesen Nose Stripes. Das eine ist von Balea, von DM und dieses hier Biore ist von Rossmann. Und ich kann euch sagen, dass dieses hier so grottig ist. Also bei mir bewirkt es zum einen gar nichts, also nicht das, was es verspricht. Es wird steinhart nach kurzer Zeit, dieses Produkt. Ich möchte das abziehen und meine Nase, ich sag's euch, also
Ja, wenn ich ein Peeling mache, dann kommen ja Hautschüppchen ab, ne? Abgestorbene Hautschüppchen. Aber bei diesem hier kommt richtig die Haut mit runter. So hart wird es und es tut auch richtig weh, wenn ich das abziehen möchte. Also das ist definitiv nichts für mich. Es ist deutlich teurer als dieses hier von Valea. Hier waren 6 Stück enthalten und ich bin wirklich froh, dass es jetzt leer ist. Ich werde definitiv nur noch diese hier nachkaufen. Mit dieser Aktivkohle, ne? Das haben ja beide. Deshalb habe ich es jetzt einfach mal so verglichen. Und ich finde diese hier auf jeden Fall deutlich besser. Diese hier. Das soll ja kein Peeling sein. Also ich habe das jetzt nur als Beispiel gesagt, ne? Dass ja die abgestorbenen Hautschüppchen abgehen bei einem Peeling. Das ist ja gar kein Peeling. Also versteht ihr, wie ich meine? Das nimmt ja sogar meine gesunde Haut quasi mit ab. Also das sieht total schlimm danach aus. Und eigentlich soll es ja Schmutz entfernen, Teig, Mitesser und es soll die Poren auf Anhieb befreien. Ja, das war wohl nix, ne? Ein Satz mit X, das war wohl nix. Ich nehme lieber diese hier. Jetzt kommen wir zu einem meiner liebsten Produkte aus dem DM. Es ist super günstig und es bewirkt so einiges. Ihr fragt mich immer wieder, wie ich es denn schaffe, dass meine Haare so glänzen. Das ist meine Geheimwaffe und zwar von Valea, dieses Oil Repair Haaröl Spray. Ich liebe es. Es ist super günstig, ihr sprüht euch das auf, es duftet unheimlich gut und eure Haare glänzen. Ich habe mir dann bei DM, als wir eben einen Live-DM-Haul gedreht haben, dieses Produkt hier nicht gefunden. Ich sollte nämlich mein liebstes Produkt für die Haare kaufen und deshalb habe ich mir alternativ mal dieses hier geholt. Magical Shimmer Spray. Ich habe echt gedacht, die haben vielleicht das Packaging geändert oder keine Ahnung, haben vielleicht jetzt also irgendwas geändert, aber im Prinzip sollte das doch fast dasselbe sein. Nein, ist es nicht. Leute, wenn ihr wirklich heftigen Schimmer in euren Haaren haben wollt, dann kauft euch das. Aber für mich ist das nichts. Ich habe mir das aufgesprüht, wir haben dann ein paar Bilder draußen gemacht und ich habe mir dann, nachdem ich mir die Bilder angeschaut habe, gedacht, Mensch, was ist denn mit meinen Haaren los? Ne, haben wir jetzt schon wieder Fasching oder was? Also, da waren total die Glitzerpartikel drin und das ist also definitiv nichts für meine schwarzen Haare. Es ist viel zu auffällig. Und ja, es war also ein Fehlkauf, aber so ansonsten auch an sich. Ich möchte die jetzt nicht miteinander vergleichen. Ich möchte euch nur sagen, dass das ein absolutes Top-Produkt ist und das dann jetzt eben für mich eher ein Flop. Das war ein absoluter Fehlkauf, aber was ich euch noch alternativ zeigen möchte zu diesem hier von L'Oreal, dieses absolute Haarzauberöl. So sieht es aus und das kaufe ich mir definitiv nochmal nach, wenn ich es irgendwo finde. In jedem DM schaue ich nach, denn wie ihr erkennen könnt, ist es leider leer. Ich liebe, liebe, liebe es. Es ist einfach meine Alternative zu diesem Produkt hier. Klar, das ist deutlich günstiger, aber ich liebe auch dieses hier. Und die Haare glänzen auch danach total. Aber ich finde es, wie gesagt, nicht mehr. Also falls ihr auch glänzende Haare haben möchtet, dann schaut definitiv mal dieses hier von Valea an. Jetzt kommen wir zu einem, ja, halben Fail-Produkt. Aber auch nur deshalb, weil es wirklich sehr teuer ist. Und zwar spreche ich von diesem Bilou-Schaum hier. Alessandro lächelt schon. Meine Kinder finden das ja immer super witzig bei DM, ne? Dieses Bilou-Zeug. Natürlich ist es für jüngere Mädchen was ganz Besonderes. Es hat eine besondere Person entwickelt, ne? Die Bibi. Und deshalb kaufen es natürlich ganz viele junge Mädchen nach. 3,95 Euro finde ich wirklich nicht gerechtfertigt für dieses Produkt. Klar, das Packaging ist total schön, auch keine Frage. Aber ganz ehrlich, alternativ habe ich jetzt einfach mal dieses hier gekauft. Das kostet 1,95 Euro und das ist auch ein Duschschaum. Das ist jetzt natürlich eine andere Duftrichtung. Das ist jetzt hier mit Kokos. Aber ganz ehrlich, Leute, wie werden denn hier bitte schön 4 Euro gerechtfertigt? Also mit was? 3,95 Euro, Entschuldigung. Ja, und ich finde, das hier tut es definitiv natürlich auch. Aber klar, wenn die jungen Mädchen Geburtstag haben oder das Ganze von ihrem Taschengeld kaufen, kann ich es natürlich verstehen, gar keine Frage. Aber für mich ist das ein, ja, Flop-Produkt, weil es eben so teuer ist. Und dieses hier ein Top-Produkt, weil es eben um einiges günstiger ist und man danach auch gut riecht und sich schön frisch fühlt und das wirklich auch ein Duscherlebnis ist. Genau, deshalb überlegt euch, wie viel Geld ihr ausgeben wollt. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Top-Produkt und zwar liebe ich das wirklich. Ja, ich liebe es. Ich will dich heiraten. Hallo liebes Deo, ich will dich heiraten. Ne, Bella?
Jetzt kommen wir zu einem weiteren Top-Produkt und oh mein Gott, was soll ich euch sagen, ich liebe es. Die Steffi hat mir das empfohlen, meine liebste Lieblings-Steffi, ihr kennt sie mit Sicherheit alle. Ihr Kanal heißt Mama for Beauty, falls nicht, schaut gerne mal bei ihr vorbei. Ich verlinke euch den Kanal unten in der Infobox. Jedenfalls waren wir letztes Jahr zur Berlinale eingeladen von L'Oréal auf den roten Teppich und wir mussten dann noch ein paar Sachen besorgen mittags und Steffi hat mir dieses Deo hier empfohlen von Rexona. Ich weiß nicht, aber ich habe jetzt nicht schlecht gerochen, oder? Dass die Steffi mir dann ein Deo empfohlen hat? Nein, ich habe schon gut gerochen. Ich hatte mich davor geduscht. Außerdem hatte ich ja ein Deo. Jedenfalls hat sie mir das empfohlen und ich habe mir das dann gekauft, habe mir das dann auch abends drauf gemacht, bevor wir zum roten Teppich gefahren sind. Und was soll ich euch sagen? Seitdem kaufe ich kein anderes Deo mehr. Ich habe jetzt hier 3 Packungen, die sind auch leer. Es hat jetzt natürlich einige Zeit gedauert, bis ich die aufgebraucht habe. Jedenfalls kaufe ich kein anderes Deo mehr nach. Ich habe es auch schon für meine Eltern gekauft, habe es mit nach Italien genommen und ich mag es wirklich super gerne. Ich glaube, das kommt jetzt auch so rüber, dass ich das wirklich gerne mag. Es ist nicht ganz so günstig, aber es hält wirklich, was es verspricht. Ich habe dann auch mal die andere Version getestet, weil ich dachte, okay, blau ist vielleicht eher was für Männer. Aber das andere, das ist so pinkfarben, glaube ich, oder so rosa, dachte ich eher, dass das was für Frauen ist, aber das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich war dann auch froh, als es aufgebraucht war und deshalb kaufe ich immer wieder dieses Blaue nach. Genau, also herzlichen Dank, liebe Steffi, an dich für diesen Tipp. Ich bin total begeistert. Ein absolutes Top-Produkt von mir. Jetzt kommen wir zu einer Empfehlung, die von euch kam bei meinem Live-Rossmann-Haul und zwar diese Isana Young Lip Patch limitierte Edition für die Lippen. Ist es ja so eine Art Maske, die ist jetzt allerdings schon verwendet. Man trägt sich das so auf den Mund auf, lässt es 20 Minuten einwirken und ich habe mir das dann runtergemacht und dachte mir, wow, oh mein Gott, wie cool ist das denn, ja? Meine Lippen waren total aufgeplustert, genau, das war hier drinnen, und sahen richtig schön voll aus, als hätte ich sie irgendwie aufspritzen lassen. Ja, und dann eine kurze Zeit später waren sie wieder wie am Anfang. Also das war leider nichts. Ich war nicht enttäuscht, es war ein schöner Effekt. Die Lippen wurden einfach schön versorgt in dem Moment, aber es hat halt nicht lang gehalten. Das fand ich sehr, sehr schade. Diese Lippenfältchen, die ja jeder hat, waren wirklich schön aufgeplustert, aber wie gesagt, leider nur für kurze Zeit. Ich habe mir davon noch eins gekauft gehabt, werde es auch sehr, sehr gerne nochmal verwenden, gar keine Frage. Ich tue natürlich auch sehr gerne was für meine Lippen, aber es ist jetzt nichts Langfristiges. Also falls ihr euch das kauft, dürft ihr jetzt nicht irgendwie davon ausgehen, dass ihr dann den ganzen Abend oder den ganzen Tag schön aufgeplusterte Lippen habt. Deshalb ein, ja, so. Mittleres. Nicht ganz top, auch nicht flop, sondern so. Dann habt ihr mir diese Maske hier empfohlen. Bei Rossmann habe ich die mitgenommen, eben im Live-Rossmann-Haul. Von Garnier ist die Skin Active schwarze Tuchmaske. Und jeder, der mir schon länger folgt, der weiß, wie sehr ich Masken liebe. Also ich trage mir die morgens auf, dann mache ich meinen Haushalt. Der Postbote, der freut sich immer, er kennt mich manchmal gar nicht und ich unterschreibe einfach nur. Ich trage wirklich wahnsinnig gerne Masken. Habe schon sehr, sehr viele ausgetestet und ich muss euch sagen, dass ich die sehr gut fand, aber jetzt nicht so, dass ich sage, boah, ich hätte jetzt meine liebste Maske gefunden. Ich wechsle immer mal ab. Ich weiß, dass Garnier viele verschiedene Masken hat, deshalb kaufe ich mir da immer wieder verschiedene. Bin sehr glücklich damit, ich fand die gut, aber es war jetzt nicht so, dass ich sage, boah, absolutes Top-Produkt. Also auch eher wieder so oder eher so. Dann habe ich jetzt ein Produkt, da musste ich sehr lange drauf warten. Unser DM ist ja sehr klein und es dauert immer, bis die irgendwelche Neuigkeiten bekommen. Jedenfalls haben wir jetzt auch Real Techniques. Jawohl, ich habe mich total gefreut, habe mir diesen Sponge gekauft. Ich hatte meinen bei Amazon bestellt und ich finde den wirklich toll. Also das ist ein absolutes Top-Produkt für mich. Ich habe schon viele verschiedene Schwämme, also Make-up-Schwämmchen probiert und kann euch sagen, dass ich mit Real Techniques wirklich sehr zufrieden bin. Es gibt ja auch welche von Ebelin und wie sie nicht alle heißen, die sind natürlich deutlich günstiger. Aber da investiert ihr lieber ein bisschen mehr und habt wirklich ein ganz, ganz tolles Produkt. Das wandert jetzt in die Mülltonne, denn ich habe mir einen neuen gekauft, eben beim DM,
Man kann die natürlich auch waschen, das ist auch überhaupt keine Frage. Immer wieder müsst ihr die natürlich auch schön ordentlich reinigen, aber irgendwann geben die halt auch mal einen Geist auf, ne? Und dann holt man sich halt einen neuen. Aber für mich ist es wirklich ein absolutes Top-Produkt. FDM Rossmann, im Live-DM Rossmann Hall. Dann habt ihr mir Foundation empfohlen, und zwar zum einen diese hier von Catrice Liquid Coverage Foundation. Und diese hier habe ich mir selbst gekauft, weil sie mich angelacht hat bei unserem Live-DM Haul von Maybelline, die neue Dream Satin Liquid Foundation. Ich bin noch nicht ganz durch mit meinem Test. Ich kann euch nur so viel dazu sagen, dass ich mir diese hier leider einen Ticken zu hell gekauft habe, die 030 Sand Beige, leider. Ich finde sie auch ein bisschen zu flüssig. Okay, sie heißt Liquid Foundation, aber irgendwie ist es ein bisschen schwierig. Ich teste da weiterhin. Ich werde mir die dunklere Version noch kaufen, damit ich genaueres Feedback abgeben kann. Und bei dieser hier, die habe ich bis jetzt erst zweimal verwendet, die würde ich gerne noch ein bisschen länger testen und euch dann eben auch meine ehrliche Meinung drüber sagen. Nur, dass ihr da schon mal Bescheid wisst, dass ich da eben weiterhin am Testen bin. Okay, meine Lieben, das war es soweit mit den Top- und Flop-Produkten aus der Drogerie. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt bzw. diesen Kanal kostenlos abonniert. Dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir und dann würden wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Würde ich mich sehr freuen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Kostet knapp 5 Euro. Italienische Handbewegung, die ich absolut liebe und nur noch nachkaufe. Also, das ist ein Top-Produkt, glücklicherweise. Scheiße.